hier ist Ronja und wir spielen mal wieder Master Builders. Heute bauen wir einen Tänzer. Oh, was für ein Band? Wollen wir so einen Ballerina oder einen so einen mit so einem Stirnband? Mit einem Stirnband, mit einem Stirnband. Uff, das wird. Okay, wie bauen wir den? Okay, pass auf. Ich meine, warte mal, ich hole jetzt erstmal meine weiße Terrakotta-Blöcke, weil das ist das, woraus wir über Hautfarbe machen, oder? Ja. Oh, wir brauchen erst ein Disco-Ding, oder? Oh ja, stimmt. Oh ja, stimmt. Okay, dann lass uns so ein Gatter unten machen. Genau. Gatter! David Gatter. Diese, halt, wo dann verschiedenfarbige Blöcke sind. Oder, was machst du da? So, oder? So eine. Oh. Ich glaube, du brauchst dazwischen gar keine schwarzen Linien, oder? Ich glaube, es reicht, wenn es alles innen drin bunt ist und eine schwarze Außenlinie. Okay. Ich baue die Außenlinie. Ich meine, es muss ja nicht so riesig werden, oder? Ich habe jetzt nicht abgezählt. 3x3 würde ich machen. Oh nein. Warte mal. 3x3 würdest du. Ja. Bin ich auch dabei. Lass hier, lass so machen. Mhm. Warte, wie viel hast du jetzt gezählt? Was tut mir? Da. Jetzt hast du's. Okay. Du hast gezählt. Perfekt. Super. Nice. Ich kann nicht mal die Außenlinie bauen. Aber hey. Chops, du hast's bei dir. Ja, also ich bin alleine und. Mhm. Nee, ich habe eigentlich einen Teampartner, aber der ist direkt rausgegangen. Cool. Oh, wieder mal. Ja, cool. Hey, geh doch raus. Hey, genau. Das ist eine gute Idee, oder? Geh doch auch einfach raus. Tschüss. Wäre doch witzig, oder? Wenn du einfach rausgehen würdest. Genau. So, das ist witzig. Also, was ist heute so in deinem Tag alles passiert? Erzähl uns mal. Ja, also, ich bin der Allerbeste. Ich sehe super aus. Hey, Tops, was passiert ist wirklich nicht, was du geträumt hast. Nee. Ich bin der Allerbeste. Es ist einfach so. Wie keiner vor mir war. Oh, sorry. Ganz allein, schnapp ich den. Hey! Was macht ihr da? Flo baut meine Blöcke wieder ab. Stimmt gar nicht. Nein! Doch! Du hast die so abgebaut. Du wolltest deine blöden Blöcke da bauen. Ich wollte meine bauen. Erstmal waren die Blöcke nicht blöd. Die haben einen Abschluss. Mhm. Ja? Was haben die denn für einen Abschluss? Jura. Ja, richtig. Mhm. Okay. Ja, aber die haben in Harvard studiert, ne? Okay. In Harvard. Ist es so? Ich mach jetzt noch alles. Harvard. Perfekt. Okay, jetzt brauche ich nochmal den Tänzer. Jetzt kommt der Tänzer. So, ich habe mein weißes Terrakotta schon bereit. Nee, ich kann das nicht. Och nee, Tops. Ich will eigentlich... Was? Lass mich. Du musst an mich glauben. Ey, wie sollen wir das denn machen? Ich baue hier eine Säule in die Luft, okay? Erstmal, das ist Schritt 1. Ey, oder wollen wir so eine Ballerina machen? Ich glaube, das ist einfacher. Ich glaube, eine Ballerina passt nicht zum Disco-Setting. Ah! Okay, warte. Wir brauchen einfach irgendwen, der so... Okay. Weiß, ne? Okay. Oh, okay. Interessante Pose, die du da baust. Ja! Not bad, okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich probiere es gerade. Ich glaube, es ist mal was anderes. Okay. Gibt's irgendwas, was ich schon. Okay. So, während du das baust, kann ich ja schon mal vielleicht unten partikeln oder sowas. Einfach. Ich mach dem einen Anzug, okay? Eine weiße Hose? Partikeln. Was, eine weiße Hose? Eine weiße Hose ist gut. Okay, was ist denn so was tropfendes Wasser? Noten vielleicht? Oh, soll den dämmen lassen? Ich werde das Bonuspunkte ja, bei den... Ja, lass den dämmen. Ey, okay, ich will meine blöden Blöcke rausschmeißen, aber es geht nicht. Damit ich... Ronja, die Blöcke haben auch Gefühle. Hallo, Tops, das weißt du gar nicht. Doch. Vielleicht ja nicht. Doch. Was will Tops, was ist 2 plus 2 mal 4? 34. Okay, ich mache jetzt hier Noten, ja? Ab und zu überall hin. Echt? Ja, damit das so wirkt, als ob er... Wir haben letztens unsere Krawatte gemacht, weißt du das noch? Nein. Guck hier, der ist... Stimmt, das ist gut. So, hier kommt noch was. Das zeigt, dass er tanzt. Achso, Krawatte... War aber gut, ich weiß nicht mehr. So? Oh, die ist gut. Das ist sehr schnieke. Warte mal, lass mich mal überlegen. Wollen wir den Gürtel wieder so machen, dass wir nur einen Knopf vorne draufsetzen, damit es hinten nicht auch so eine Schnalle hat? Einfach, dass wir... Warte mal. Bo. Ja, mach... Ja, stimmt, mach's mit dem Kopf. Kopf ist gut. Dann sieht das, glaube ich, besser aus. Bop und... Bop. Obwohl... Jetzt hat man natürlich keine Abtrennung. Soll ich Wolle ersetzen durch irgendein anderes Material? Wahrscheinlich, oder? Haben wir irgendwas, was nicht Wolle ist? Aber Packe. Schwarz. Oh, ich glaube, das passt aber schon. Passt das hier so mit dem Dabbe? Mit dem Dabbe. Warte. Oh, doch. Die Nachricht kommt an. Ich glaube, das ist gut.
Wenn man von vorne guckt, denkt man vielleicht sonst, er hat eine Sonnenbrille auf, aber wenn man von der Seite ich guckt, ist der Ich würde ihm auch so eine Sonnenbrille aufmachen irgendwie. Oh ja, das ist... Ich sag, das ist es. Ich sag, das ist der Weg. Ich probiere mit dem Banner so eine Reflexion drauf zu machen, Sonnenbrille. Oh, geht das? Ich schau grad. Das wäre nice. Okay, warte mal, was gibt's denn noch? Kann ich den Hintergrund? Was wollen wir denn statt dem hässlichen Stein? Ich glaube, das checkt mich, das ist zu viel Reflexion. Oh, doch, 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 das ist gut. Ich sag, das ist gut. Ich sag, der wirkt wie ein cooler Typ. Wollen wir ihm noch Haare geben? Wir haben nur noch eine Minute. Ja, er braucht noch Haare. Okay, egal. Ja, gib ihm Haare. Machst du dir das Wolle? Ja. Auch schwarz, alles schwarz. Ja, oder? Oder blond. Okay. Wir können auch blond machen. Wir können auch braun machen. Oder blond. Blond wirkt ja cool. Ich wollte ihm so diese typisch aufgestellten, diese... Oh, okay. Diese, nice. Diese Pinselfrisur, du weißt schon. Die Pinselfrisur. Bist du auch großer Verfechter der Pinselfrisur, Flo? Weißt du, was ich meine? Hast du die auch oft? Ich hab die wirklich manchmal. Ehrlich? Also, wenn du die Haare dann färben würdest, weißt du, was ich meine? So aufgestellt, als ob das so aussieht, als ob das so ein Pinsel ist. Ich find's immer noch schade, dass du dir von mir die Haare nicht blau färben lassen möchtest. Das finde ich voll enttäuschend. Es wäre doch witzig. Es wäre doch so witzig. Überleg mal. Es wäre doch witzig. Witzig. Ich will anderen Boden... Frag mich meine Oma, ob ich ein Schlumpf bin. Nein. Das würde doch nicht passieren. Warte mal, ich brauche anderen Boden. Warte. Weil schwarz stellt sich als zu wenig Kontrast heraus. Oh nein, ich habe keine Zeit mehr. Das ist nicht gut. Nein. Ich glaube, ich mache dir einfach normale Augen, oder? Ich will nicht die Blöcke, ich will... Hier, das will ich. So. Ja. Mach dem... Soll ich normale Augen? Ja, das ist besser. Okay. So, und jetzt noch irgendwie so... Oh nee, das ist kacke. Ich oh, die Hände. Sehr gut. Perfekt. Ich sage, nice. Wir haben ein Meisterwerk geschaffen, okay? Ich sage, wir gewinnen das. Vote for... Also, er hat, glaube ich, einfach den Namen vergessen. Ich glaube, er wollte schreiben, Vote Superkacker. Ja, what the hell? Okay, das ist einfach sehr viel Lava, oder? Alter. Legendary, Alter! Ey, Flo, ich sag, wir haben eine faire Chance, das zu gewinnen. Vor. Wow, ja, der ist aber schön. Warum bauen denn die Leute so einen Müll heute? Ja, was ist denn das? Guck mal, der hier zum Beispiel hat richtig gut gebaut gehabt, oder? Ja, den würde ich auch sagen. Das, das Legendary. Das ist meins. Der sieht eher aus wie ein Jogger, muss ich sagen. Nee, das soll der Robot-Dotter-Tanz sein. Der joggt, der ist... Was ist das denn? Oh, guck mal, der ist... schau mal. Der ist nicht schlecht. Das ist ein Lego-Typ. Weißt du was, dem gebe ich ein Gut. Der hat, glaube ich, wenigstens versucht, einen Tänzer zu bauen. Nee, der hat die besseren Move-Stops. Ja. Okay. Guck mal, das ist... Der macht Breakdance! Oh, ja, Leute, der sieht gut aus. Warum hat der so Frauenköpfe aus Augen? Ich weiß es nicht. Dem gebe ich ein Gut. Oh mein Gott, der breakdanced auch! Oh mein Gott! Warum? Aber den finde ich nicht so gut wie den anderen, dem gebe ich ihn okay. Mir, weißt du, nee, ich finde den fast schon, ich finde den, glaube ich, fast besser. Ehrlich? Das ist einfach so, guck, die Ballerina ist langweilig. Oh Gott, guck mal, die Augen! Die hat keine Arme, dafür hat sie Augen. Ich gebe ihm okay. Der trinkt aufs Klo, deswegen hätte sie so dicke Augen. Was ist das? So. Eine Boombox und hier ja, war eine Party. Ja. Und der Typ hat die gerade richtig niedergeschlagen, K.O. Vielleicht macht die so Limbo-mäßig was. Ja. Oh, ich hab vergessen zu bauen. Oh, guck mal, das ist gar nicht so bad, bis auf dass die Proportionen einfach ein bisschen der Kopf ist ein bisschen groß. Sind. Ist das ein Junge oder ein Mädchen? Ich hab mal okay, weil das sieht ein bisschen aus, als ob es mich fressen will. Okay. Das ist Dings. Was ist denn das schon wieder? Warum bauen denn die Leute nur Müll heute? Warum? Das ist doch kein Müll, das ist moderne Kunst. Oh, wir haben gewonnen! Thema Fledermaus. Hey, Fledermaus ist nicht schlecht. Fledermaus geht. Wollen wir die Fledermaus in den Himmel bauen? Batman bauen wir. Wollen wir die so, dass sie fliegt, machen? Richtig? Nein, wir machen Batman. Okay, wir machen Batman. Ich weiß nicht, wie Batman aussieht, Flo. Tobt, ist mir egal, ob du Batman magst oder nicht. Er mag die ich sag, wir machen ein schönes Pixel-Art von Batman, oder? Nein, wir bauen den epischen Batman, den du je gesehen hast. Okay, ich weiß nicht, wie Batman aussieht. Das ist egal. Ich weiß auch nicht. Doch, ich weiß, wie er aussieht. Ich weiß auch nicht, wie Batman. Das ist was so schönes. Ich mach was super Tolles. Und wir müssen aber muskulös bauen, Ronja. Okay, ist Batman so muskulös? Ja, genau. Ja. Wow, sieht aus, als ob er Windeln anhat bis jetzt. Nein, Ronja, warum? Das ist die Körperform. Okay, warum sind seine Füße so klein und der Rest so groß? Ist er ein Hühnchen? Bis jetzt sieht's aus wie ein Hühnchen. Nein, es wird noch, okay? Es sieht aus wie ein Hühnchen. Kannst du gerne mal vielleicht Nacht machen hier? Aber, allerdings, weil ich will, dass das einen Umhang hat. Mit so einem Cape und dass dann so übelst viele Fledermäuse rauskommen. Mhm. Wollen wir das Biom von unserem Grundstück noch setzen auf
Keine Ahnung, Sumpf. Eis. Eis vielleicht? Dann wirkt es in der Nacht nicht so der dunkel. Der Batman hat ein bisschen übergewichtig, der Batman. Wir machen das jetzt. So. Ah, so wie du, Flo. Richtig witzig. Edit the backdrop of your plot. Geht nicht. So geht es nicht. Oops, you don't have any backdrops. Ich mach das hier. So? Ich komme nicht mehr zurück, okay. Ich kann nicht irgendwas ändern. Ich will einfach nur. Nacht. Das ist gut, wenn er ist, okay. So, machen wir den hier. Banage erstellen. Grundstück Uhrzeit. So, wir wollen. 6 Uhr nachmittags, 9 Uhr nachmittags, oder? Was? So? Nein, das mach Tag! Genug. Du hast doch gesagt, ich soll Nacht machen! Wir haben kein Licht. Hallo, ich kann Lichtblöcke bauen. Okay, dann mach wieder Tag, Ich hab mich umentschieden. Goddammit! Ich bin wie ein Mädchen, ey. Der kann ich nicht entscheiden. Sieht irgendwie. Wie ist denn der so? Ich glaube, der ist so. Ist das Batman-Logo? Das soll ja, wenn du willst, kannst du mal das Cape irgendwie bauen. Okay, ich baue das Cape. Soll ich das auch in schwarz bauen? Oder? Ich würde sagen, wir machen das ja. Aber ja. An einem. Okay, das soll so wehen, oder? Ja, genau. So wie so ein Superman-Cape. Weißt du, was ich meine? Ja. Mann, die Flüge zu machen, das ist irgendwie richtig schwer. Ich bin weniger effizienter Bauer, als ich gedacht habe. Ha, ich bin auch ein Bauer. Echt? Ja, ich baue Kartoffeln an. Oh, das ist schön. Okay. Wie lange machst du es schon? Ja, was soll ich sagen, es ist ein geerbter Beruf. Also. Macht dir schon Spaß auch, das mit Kartoffeln? Ja. Also manchmal sagen, so ist deine Leidenschaft? Nein. Manchmal sprechen ein paar Kartoffeln mit mir. Okay, ja. Wie deine Schildkröte. Oh die war ja auch. Ich wusste, dass es jetzt kommt. Ja, also ja. Ich sag nur, die spricht ja auch mit dir. Die spricht nicht mit dir, aber die wollte. Sie war kurz davor. Sie war kurz davor, sprechen zu lernen. Du hast auch gesagt, dass deine Katze mit dir reden will. Ja, aber meine Katze ist eine Katze. Deine Schildkröte hat gepiepst und ist dann gestorben. Das klingt weniger wie, ich will mit dir kommen und meine Katze wiederum. Will, glaube ich, wirklich mit mir sprechen. Ja, vielleicht gibt es ja auch. Boah, Flo! Ist ja voll gemein. Das hast du jetzt vorhin gesagt, also. Jetzt ist. Okay, Flo, das ist nicht okay, das weißt du, also die arme Katze. Ja, hast du mal darüber nachgedacht, wie sich die Katze jetzt fühlt? Du siehst es nicht jetzt unwahrscheinlich. Du sagst ja, dass die eine die andere auffressen wollte, also von daher. Hey, das habe ich nie gesagt. Ich habe gesagt, die ist verspielt. Du hast immer gesagt, oh ja, aggressiv. Verspielt ist sie. Okay? Wir versuchen hier das Ganze in einem positiven Licht darzustellen. Die Katze ist glücklich, die andere auch. Und beide sind sehr verspielt. Die andere wird doch richtig fertig gemacht von deiner Katze, oder? Verspielt sind die! Ja, das ist ganz normal. Das nennst du verspielt, wenn die Katze sich probieren, gegenseitig umzubringen? Kannst du aufhören zu reden? Bitte? Nein. Ich hab gemacht. Warum hat der Hörner? Hat Batman Hörner? Ja, mehr oder weniger. Guck mal, so hier. Okay. Was wollen wir für einen Boden machen? So Stein wie in so einer Stadt? Wollen wir noch so ein Stadt-Setting machen, als ob wir so durch Hochhäuser. Oh, mach. Ja, aber wenn ich so ein paar Hochhäuser mache. Hey, im Hintergrund. Ich bin hier so clever. Ich glaube, es kommt richtig gut. Und ich mache noch hier so leuchtend gelbe Augen für die Fledermäuse, oder? Okay, ja, klar. Ich habe keine Ahnung, wie das normalerweise ist, aber. Nee, ich mag es nicht. Okay, ich baue jetzt hier so 0815. Ich baue einfach ganz viele Blöcke, oh Gott, ich bin ein langsamer Bauer. Warum bin ich so ein langsamer Bauer? Kann mir das jemand sagen? Weiß ich nicht. Egal, zwei Minuten schaffe ich einen Hochaussage. Also ich war auch mal langsamer Zuckerbauer, also. Und jetzt bist du umgestiegen auf die Kartoffeln und seitdem ist alles so viel besser. Richtig, Ronja. Das ist schön. Das ist schön zu hören. Richtig, Ronja. Irgendwie ist es nicht so gut, was ich hier gerade konstruiere. Mhm. Deine Schildkröte wäre trotzdem stolz auf dich gewesen, Flo. Echt, meinst du? Ja, meine ich. Die hätte vor Freude gepiept. Was? Ich glaube, du willst wieder eingesperrt werden in den Keller. Hast du das auch mit der Schildkröte gemacht? Nein. Die hat da gewohnt. Achso. Vielleicht was anderes. Vielleicht hätte sie gepiept, weil sie raus wollte. Schon mal daran gedacht? Ja, dann müsstest du eigentlich auch schon piepen. Ich war glücklich. Ich war so glücklich, dass sie gewinnt. Irgendwann wird die wieder zurückkommen. In einem anderen Körper, weil sie ist ja nicht nur eine Schildkröte. Sie war ja auch schon was anderes. Vielleicht ist sie ein Feuermelder. Tops! So meine ich das jetzt nicht.
Vielleicht ist sie ein Feuermelder, Junge. Oh, wir hätten das Bat-Signal irgendwie bauen müssen. Ich weiß nicht, was das Bat-Signal ist. Ronja, komm schon. Du hast den Film nicht geguckt. Ich hab den Film nicht geguckt, meine ich. Ronja, du musst dich mal den Film gucken. Es tut mir leid. Ist egal, ich baue das Bat-Signal hier noch. Okay. Das Betsy. Das ist schön, das macht mich froh. Okay. Macht dir das froh, dass ich das Bat-Signal baue? Ja, das macht mich wirklich froh. Deine Schildkröte, wie gesagt, die wäre auch froh. Nein! Lass sie in Ruhe. Lass mich doch. Die hat dir nichts getan. Hat sie auch nicht. Und irgendwann wird die in... Irgendwann, wenn du schläfst, kommt die Schildkröte zu dir. Toll. Ich freue mich schon. Ich war allein und nein, Und dann wird die dich anpiepsen. Oh. Okay, das ist ein sehr trauriges Hochhaus, was da hinten steht. Das ist doch ein cooler Batman. Was ist das links? Meint sieht irgendwie aus. Guck mal, der Typ hat sich noch mehr Mühe gegeben als wir. Was ist das? Warum sind da so... Der ist schlecht. Das ist, tut mir leid, aber der ist einfach nicht gut. So aus, als ob die so dran genagelt. Guck, der Typ hat im Chat gerade hier schon beschrieben, der hat gesagt, Stor! Stor, oder? Das ist ein Bär, oder? Das sieht aus wie so ein Bär, der gerade... Ich bin Kacke. Oh, guck mal, der hat das Batman-Zeichen gemacht. Das ist aber ein Pixel-Art. Achso, stimmt. Pixel-Art. Oh ja, wir... Pixel-Art ist nicht erlaubt hier. Wir hassen Pixel-Art. Okay. Okay, ich verstehe nicht, warum der Mensch da noch steht. Ich verstehe nicht, warum ist der Bär auf dem Kopf? Okay, scheinbar ist irgendwas mit einem Bär. Vielleicht... Weil, jetzt haben wir jetzt schon mehrere Leute im Bär gehört. Guck mal, das ist ein legitimer Flieger. Nein, das ist eine richtige Fledermaus. Ach nee, das war kein Bär, das war eine Fledermaus, die vorhin runterhängt. Ach so. Oh, das sah aber aus wie ein Bär. Oh, der ist aber gut geworden. Okay, Flo, was ist der linke Pilz? Was ist das? Das ist das Bat-Signal. Oh, okay. Der strahlt für den Himmel, das Zeichen. Der ist nicht... Das ist irgendwie Pixelart, nur nicht pixelartig, oder? Ja, das ist aber nicht schlecht. Ich geb dem gut. Ist nicht Pixel, ich geb ihm okay. Er hat die weißen Augen, die wären gut gewesen. Das wiederum... Das ist auch das Bat-Signal. Okay. Das Projektil ist da oben ist noch so ein... Dann weiß Batman, er muss kommen. Den gebe ich ihm okay. Ah, das ist eine Fledermaus, guck mal. Das kann ich erkennen, das erkenne ich auch als Nicht-Bär. Kriegst du gut, hast du gut gemacht, Tops. Die Flügel im Wald, Ah, das hat Tops gebaut. Ah, nee, die ist wirklich nicht schlecht. Das sieht aus wie eine Eule. Das sieht aus wie so eine Eule, die so richtig so Wing steht da. Das ist so eine Eule, die so richtig sich so wie so dann gebe ich einen Kacker, wenn so ich so einen Ball zusammen machen. Okay, was ist das? Eine Kopf über Fledermaus. Das ist nicht ein Pokémon? Gibt's nicht auch so ein Pokémon? Es gibt so ein Skorgla-Ding, was so ähnlich aussieht. Ja, Kacker, ne? Super Kacker. Ich habe einen super Kacker gegeben. Okay, das ist Nacht. Und da ist. Oh, guck mal, die hängen da. Die sieht ganz gut aus. Die sehen ganz gut aus. Geht gut. Ja, same. Ich bin nicht unzufrieden. Der Baum ist auch schön. Oh, guck mal, die haben so eine richtige Höhle. Wo sind denn? Ich sehe keine Fledermäuse. Doch hier. Das sind Steine. Ich gebe ihm gut. Ich erkenne zwar keine Fledermäuse, aber die Idee ist sehr gut. Hier ist eher. Sieht irgendwie aus wie so ein Fallschirm oder so. Was ist in dem Berg? Nichts. Was ist das? Der böse Fledermaus. Ich muss sagen, oh guck mal, der Baum ist nicht schlecht. Fledermaus sieht aber auch nicht schlecht aus. Ich finde, diesmal erkennt man wenigstens, dass die Leute... Oh, du hast gewonnen! Ich hab gewonnen! Und hier ist ein dritter Platz, aber ganz knapp fast zweiter. Ja. Oh, nice. Na gut, das war's dann aber auch mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da und schreibt einen Kommentar. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!